Der Verein Zukunft Waidhofen hat mit einem hochaktuellen Thema seine Vortragsreihe Nachdenkwerkstatt gestartet. Der renommierte Linzer Universitätsprofessor Dr. Friedrich Schneider und die Filmemacherin Johanna Czautscha stellten sich auf Einladung von Vizebürgermeister Reifecker und Stadtrat Bayer interessierten Diskutanten zum Thema Weltfinanzen. Die EZB hat sich ja etwas an den Amerikaner gehalten und schüttet jetzt auch Geld auf den Markt. Wie sehen Sie da die Entwicklung? Gibt es da auch Gefahren? Natürlich, also das Experiment der amerikanischen Zentralbank hat in den USA hervorragend funktioniert, hat die USA wieder zur Vollbeschäftigung geführt. Das gleiche Experiment in Japan hat überhaupt nicht funktioniert. Japan ist seit 15 Jahren in der Stagnationsphase, hat Deflation und wächst nicht. Also daran sieht man, dass das ein hochriskanter Einsatz ist und man kann nur hoffen, dass er für Europa funktioniert. Alle Staaten brauchen Steuern, alle Staaten brauchen Geld. Jetzt gibt es aber immer wieder die Diskussion, dass die Konzerne keine Steuern zahlen. Naja, das ist aber wiederum die Schuld der Politik und an der Steuergesetzgebung. Die meisten dieser Konzerne machen eine legale Steuervermeidung. Die schauen genau an, was zahle ich in Irland Steuern, was zahle ich in Österreich Steuern, was zahle ich in Deutschland Steuern. Und dann machen sie so verschachtelte Firmensysteme, dass sie ganz legal diese Steuern vermeiden können. Hier müsste die EU dringend tätig werden, dass am Produktionsort zum Beispiel die Steuern entrichtet werden. Dann geht das nicht mehr. Dann kann ich nicht sagen, das Verkaufsoffice sitzt in Irland, und zwar wird in Österreich produziert, aber verkauft wird dann alles in Irland und damit sind nur die fiktiven irischen Steuern zu zahlen. Aber ich stelle mir das einfach vor, dass sich da die EU einigen müsste. Naja, da gibt es auch wieder sehr verschiedene Interessen. Die Iren haben prächtig davon gelebt bislang, wissen Sie. Also so ist das nicht. Und die unterschiedlichen Steuersysteme in den einzelnen EU-Ländern ist natürlich auch nicht so leicht zu harmonisieren, weil es da immer Gewinner und Verlierer gibt. Also das würde ich nicht so sehen, dass das so ganz glatt über die Bühne geht. Aber alle würden profitieren, wenn wenigstens die Steuern mal entrichtet würden. Die Kredite werden nicht zurückgezahlt. Die Projektfirmen sind bankrott, melden Insolvenz an. Und ich frage mich oder habe mich gefragt, ja, und was ist jetzt mit der Bank? Und das hat mich einfach stutzig gemacht. Ja. Ich habe mich gefragt, wie kann man denn das eigentlich machen? Ja? Wenn die jetzt das Geld nicht mehr zurückkriegen, ja, dann sind sie eigentlich pleite. Ja? Sind sie aber nicht. Johanna Czautscha hatte ihren vor der Diskussion gezeigten Film auch deswegen gemacht, um das komplexe Thema Finanzwirtschaft besser verstehen zu können. Genau, ich wollte mehr verstehen. Ich habe damals am Anfang wirklich noch die Illusion gehabt, ich glaube, ich schaffe das, dass ich das Ganze mal durchblicke. Jetzt habe ich, sage immer, einen Volksschulabschluss. Jetzt kann ich mal einmal eins oder eine gewisse Grundkenntnis. Es ist gigantisch komplex. Ich habe viele Themen gar nicht angesprochen, wie zum Beispiel die Steueroasen, die ganze Steuerhinterziehung. Ich habe das ganze Investmentbanking nicht angesprochen, weil das Thema so riesig ist. Und deswegen habe ich ihn auch Too Big to Tell genannt. Was ich gelernt habe, ist, dass wir wieder lernen müssen, dass wir Einzelkomponenten das Ganze nicht mehr durchschauen können und dass wir tatsächlich lernen müssen, dem anderen wieder zu vertrauen. Und dieses Vertrauen, wir müssen auch würdig werden für dieses Vertrauen. Also wir müssen aufhören, schlau, wiff, schneller zu sein als der andere, sondern tatsächlich wieder zusammenarbeiten. Nun ja, gerade das Finanzsystem hat ja offensichtlich damit gerade ein großes Problem. Das Geld hat ja auch etwas Amöbenhaftes an sich. Es verfließt in verschiedenste Richtungen. Und ich habe oft den Eindruck, dass auch die Politik da nicht mit kann, dass sie eigentlich immer einen Schritt hinterherhinkt. Sie haben völlig recht, Geld ist was Amöbenhaftes. Es ist Wahnsinn, dass es einfach plötzlich weniger wert sein kann. Weil wir haben ja etwas damit gewollt und plötzlich ist es weniger wert. Das kann man eigentlich nicht zulassen dürfen. Es passiert aber. Und ich habe für mich die Erkenntnis gezogen,
dass Geld ein Substitut ist für unsere soziale Kompetenzen, für das, was wir früher unter Mitmenschlichkeit, unter Brüderlichkeit verstanden haben. Die Brüderlichkeit hat aber dann sehr früh schon aufgehört, wahrscheinlich im alten Rom. Das ist das riesige Thema. Wer sind wir Menschen? Gibt's da, sind einmal wir Menschen mit unseren Bedürfnissen, mit unseren Kräften, Trieben, und dann gibt es womöglich noch größere Kräfte, die da auch noch da sind. Also ein Leben ohne Geld wäre vielleicht das Idealste aus Ihrer Sicht. Ich sage einmal, der Weg dorthin wird uns lehren, dass wir etwas entwickeln müssen. Die Wertschätzung des anderen ohne ein Substitut. Diese Direktheit wieder im Umgang, dieses Einander-Kennen. Früher, die kleinen Banken haben ja genauso funktioniert. Die haben ja den Ort gekannt, die haben ja gewusst, wem kann ich das Geld geben. Und es gibt auch große Denker, die sagen, wir können irgendwann auch mal andenken, ohne Geld zu leben. Ich muss das immer wieder sagen, weil wir haben es ja auch, es gibt ja ganz viele Kulturen, die haben Jahrhunderte ohne Geld gelebt. Es ist ja nicht so, dass man nicht ohne Geld nicht leben kann. Indianer zum Beispiel haben ewig ohne Geld gelebt. Der Vatikan aber nicht. Die Rolle der katholischen Kirche. Na, da bin ich sehr gespannt, was der Papst noch schafft, der Neue.